Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Smart. Mein Name ist Samuel Preuß und schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim allerneuesten Video. In den letzten Tagen und Wochen haben wir ein bisschen verschiedene Taktikthemen besprochen und heute soll es nochmal speziell um die Antizipationsfähigkeit im Tischtennis gehen. Denn die Antizipationsfähigkeit hilft uns beim Tischtennis enorm weiter. Wir können vorausahnen, Vermutungen anstellen, wohin uns der Gegner als nächstes den Ball spielen wird. Wir sollten die gegnerische Körperposition, den Schlägerwinkel und die Ausholbewegungen beim Schlagen vom Gegner beobachten. Vor meinem eigenen Aufschlag habe ich ja immer noch die Möglichkeit, vorher einmal rüber zu schielen, rüber zu gucken beim Gegner und zu gucken, wie steht er da überhaupt, mit welcher Körperposition steht er. Steht er eher vorhandorientiert dort, steht er eher rückhandorientiert dort? Wie ist sein Schlägerwinkel? Zeigt die Schlägerspitze nach vorne oder steht er vielleicht eher so da oder so? Ja, und daraus kann ich Rückschlüsse ziehen, welchen Aufschlag ich vielleicht auch am besten machen kann. Ganz konkretes Beispiel. Mein Gegner besitzt einen guten Vorhand-Topspin, einen guten Vorhand-Schupf, einen guten Rückhand-Flip. Dafür kann er aber keinen Rückhand-Topspin und auch keinen Vorhand-Flip. Ja? Wenn ich das so ein bisschen analysiert habe, die Schwächen und Stärken des Gegners, dann kann ich jetzt aus diesen Beobachtungen meine Rückschlüsse ziehen und überlegen, welcher Aufschlag macht jetzt Sinn zu spielen. Bleiben wir mal beim Beispiel. Wenn ich einen langen Aufschlag in die Rückhand mache, der Gegner, habe ich ja festgestellt, hat keinen guten Rückhand-Topspin, wird er wahrscheinlich schupfen oder blocken, je nachdem, was ich halt für einen Aufschlag mache. Wenn ich kurz in die Vorhand aufschlage, da haben wir auch festgestellt, die Schwäche war, dass er nicht flippen kann, ist seine einzige Möglichkeit, die er hat, zurück zu schupfen. Wenn ich also kurz in die Rückhand aufschlage, könnte er flippen oder schupfen. Ja? Also was macht jetzt Sinn? Aufschlag kurz in die Vorhand macht Sinn, weil er ja nur zurückschupfen kann. Und der Aufschlag in die lange Rückhand macht auch Sinn, weil er nur schupfen oder blocken kann und keinen Rückhand-Topspin kann. Ja? Und wie man diesem Beispiel entnehmen kann, solltest du beim Aufschlag vorher drüber nachdenken, wie dein Gegner retournieren könnte und wie nicht. Ja, aufgrund seiner Schwächen und seiner Stärken. Da muss ich so ein bisschen vorausahnen, ein bisschen spekulieren natürlich auch, wie er den Aufschlag zurück retournieren könnte. Anhand der gegnerischen Grundposition, der Körpersprache, je nachdem wie er die Aufschläge vorher angenommen hat, solltest du Vermutungen anstellen, wie er den Ball, deinen Aufschlag zurückspielen wird. Beim Aufschlag solltest du aber trotzdem hellwach sein, falls dein Gegner dir doch anders zurückspielt, als du eigentlich erwartet hast. Genau das gleiche gilt im offenen Spiel, wenn ihr in der offenen Rallye seid. Wenn ich zum Beispiel meine Rückhand umlaufen will, mit der Vorhand Topspin ziehen will und dem Gegner in die Vorhand ziehe, ja, wird er mir wahrscheinlich diagonal in die weite Vorhand zurückblocken. Ja? Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Deshalb sollte ich mich nachdem ich umlaufen bin und mit der Vorhand gezogen habe, nach dem Schlag sofort mehr in die Vorhand bzw. mehr in die Mitte-Vorhandbereich positionieren, damit ich da nicht in der offenen Ecke überrascht werde. Trotzdem muss ich natürlich auch hier wieder hellwach sein, falls der Block jetzt doch nicht in die Mitte bis Vorhand kommt, sondern doch in die Rückhand. Ja? Aber aus diesen Wahrscheinlichkeiten muss ich mir halt einen Kompromiss finden, wo ich mich positioniere am Tisch, vom Streuwinkel her. Ja? Und diese Wahrscheinlichkeiten muss ich halt beachten. Ja? Wenn ich mit der Vorhand aus der Rückhand ziehe, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass mein Gegner mir in die Mitte bis Vorhand diagonal zurückblockt. Wenn der Gegner Aufschlag hat und du kennst die Aufschläge von deinem Gegner noch so gar nicht, solltest du erstmal nicht groß antizipieren und spekulieren. Du solltest etwa eine Armlänge vom Tisch entfernt stehen, damit du bei langen, überraschenden Kickaufschlägen nicht überrascht wirst und nicht zu nah am Tisch stehst und die ordentlich retournieren kannst, aber bei kurzen Aufschlägen entsprechend noch den Ausfallschritt nach vorne machen kannst und schupfen kannst oder flippen kannst. Antizipation ist wichtig. Du musst aber die Balance finden aus einerseits abwarten, andererseits antizipieren, spekulieren. Ja? Wenn du zu früh antizipierst und zu früh spekulierst, indem du zum Beispiel deine Rückhand umläufst, um mit der Vorhand Topspin zu ziehen, dann wird dein Gegner dir vielleicht im letzten Moment doch in die offene Ecke, in die weite Vorhand spielen. Oder der Ball wird doch woanders hinkommen und du hast einfach zu früh spekuliert. Wenn du aber immer so lange wartest, bis du exakt weißt, wo dein Gegner dir hinspielt, fehlt dir die Zeit, um selbst qualitativ gute Schläge zu machen.
Du musst also so ein bisschen lauern, wo könnte der Gegner mir hinspielen, so ein bisschen Intuition, ein bisschen den Gegner beobachten, was könnte er jetzt als nächstes vorhaben und dann entsprechend agieren. Ich hoffe, du hast heute etwas mitgenommen. Wir sind schon wieder am Ende des Videos. Was sagst du dazu? Bist du eher so der Spekulant, der immer wieder zu früh spekuliert und zu früh antizipiert? Oder bist du derjenige, der einfach manchmal ein bisschen schläfrig am Tisch ist und gar nicht antizipiert und gar nicht versucht rauszufinden, wo der Gegner mir hinspielt? Schreib es mir unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.